Bei dieser Aufgabe haben wir zwei Seiten und komischerweise jetzt einen 90-Grad-Winkel gegeben. Und aus diesen Angaben sollen wir A berechnen, also den Flächeninhalt. Was jetzt nicht weiter tragisch wäre, wenn eine dieser Seiten eine Höhe wäre. Problem aber ist, dass wir zwei Seiten, also zwei Grundseiten haben. Deswegen können wir hier nicht einfach jetzt den Flächeninhalt bestimmen. Deswegen bei sowas immer erst eine Skizze machen. 90-Grad-Winkel muss bei Beta sein. Diese Information hat uns ja bis jetzt nur überhaupt nichts gebracht. Und dann haben wir die Seite A und die Seite C gegeben. Soweit so gut, das sind aber weiterhin zwei Grundseiten. Aber das haben wir ja hoffentlich dann schon gelernt. Wenn wir einen rechten Winkel haben, dann fällt doch die zugehörige Höhe von der Seite C auf die Seite A. Denn es heißt doch immer, von der gegenüberliegenden Eckpunkt eine Senkrechte auf die Grundseite. Das heißt, in dem Fall ist die Seite A gleichzeitig auch meine Höhe zur Seite C. Und andersrum. A, wenn wir als Grundseite betrachten, dann ist die Seite C die Höhe, denn auch hier geht's vom gegenüberliegenden Punkt senkrecht zur Grundseite. Ja, und wenn wir diese Information haben, dann ist es nicht mehr weiter schwer. Eine zusätzliche Information noch zur Aufgabenstellung. Die Seite in einem rechtwinkligen Dreieck, die dem 90-Grad-Winkel gegenüberliegt, nennt man Hypotenuse und die beiden anderen Seiten nennt man Kathete. Das nur, damit ihr auch wisst, wenn es in Aufgabenstellungen so drin steht. Also 1/2 Grundlinie mal Höhe und jetzt ist es eigentlich ganz leicht. In dem Fall heißt Grundlinie mal Höhe eben A mal C oder C mal A. Das kann ich mal aussuchen, was ich als Grundseite und was als Höhe ansehe. Dann setze ich die beiden Werte ein. Hier muss ich wieder die Einheit beachten, dass die mit dabei ist. Und das gibt auch im Kopf 24 Quadratzentimeter. Das war der Anfang von der Aufgabe 6 auf der Seite 48. Merken müssen wir uns bei diesem Aufgabentyp, dass bei einem rechtwinkligen Dreieck zwei Seiten zugleich auch Höhen sind. Ja, dass wir eben mit der Angabe eigentlich am Anfang noch nicht losrechnen können, aber wenn wir es dann eben zeichnen, dass wir das erkennen, dass dann eben eine Seite auf eine Höhe fällt oder andersrum. Bei der Seite 48, Aufgabe 8, da haben wir jetzt was von einem rechtwinklig und gleichzeitig gleichschenkligen Dreieck. Also das heißt, wir haben einen rechten Winkel drin und zwei Seiten sind gleich lang. Diese Info wissen wir schon mal, dass A und B wohl gleich lang ist. Das liegt daran, dass die Hypotenuse bei der A 10 cm lang sein soll. Wir wissen, die Hypotenuse 10 cm soll dann eben die Seite C sein, weil eben der rechte Winkel bei C liegt. Wir zeichnen uns einfach mal eine Skizze. Hier soll also der 90-Grad-Winkel sein. Das heißt, diese Länge ist 10 cm, das ist ja die Hypotenuse. Das heißt, A und B müssen gleich lang sein. Das ist ja die Eigenschaft von einem rechtwinkligen, gleichschenkligen Dreieck. Die Frage, die sich jetzt hierbei stellt, wo ist die Höhe? Also wir haben jetzt eine Seite C gegeben und sonst gar nichts. Wir wissen nur, dass diese beiden gleich sind. Da können wir keine weiteren Infos machen. Aber wir müssen uns mal überlegen, wie das Ganze gezeichnet worden ist. Wir brauchen ja diese Höhe HC. Ja, die müssten wir irgendwie rauskriegen. Mit der Seite A und der Seite B kriegen wir die nicht raus. Aber wenn wir uns überlegen, wie ein rechtwinkliges Dreieck konstruiert wird, dann kommen wir drauf. Ich zeichne es mal ein. Denn ein rechtwinkliges Dreieck heißt doch, dass auf dem Mittelpunkt von der Hypotenuse der Thaleskreis alle Punkte schneidet. Also der Punkt mit dem Radius schneidet alle Punkte. Und da kann man es jetzt doch ablesen. Denn diese Strecke HC ist doch genauso lang wie diese Strecke von dem Mittelpunkt bis nach A und auch vom Mittelpunkt bis nach B. Alle diese drei Strecken sind gleich. Und ich weiß auch, dass die Strecke AB 10 cm lang ist. Also weiß ich auch, dass die Strecke HC 5 cm lang ist, nämlich nur die Hälfte. Und so komme ich eben über den Thaleskreis-Gedanken auf meine Höhe der HC. Der Rest ist einfach, 1/2 mal Grundlinie 10 mal Höhe 5 in Quadratzentimetern hingeschrieben und es gibt dann meine 25 Quadratzentimeter. Was wir uns merken müssen bei dieser Aufgabe, in einem gleichschenklig rechtwinkligen Dreieck ist die Seite gegenüber des 90-Grad-Winkels, also die Hypotenuse, doppelt so groß wie seine Höhe. Das wär's.